So, Hallihallöchen, liebe YouTube-Userinnen und User, zu einem weiteren Hundekunde-Video, beziehungsweise heute mal wieder ein Podcast zum Thema Tierarzt. Ich habe da so ein paar Anfragen bekommen, beziehungsweise Probleme, und am besten ist es ja, Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und Probleme beginnen meistens schon mit dem ersten Besuch. Da kann man schon vieles falsch machen, obwohl man es eigentlich richtig machen möchte. So, also fangen wir ganz einfach mal an. Die Wahl vom Tierarzt ist wirklich extrem wichtig, also damit sollte man sich auch wirklich lange beschäftigen, denn wenn man schon den falschen Tierarzt hat, dann ist es eigentlich schon fast verloren. Da kann man wirklich viel falsch machen. Lasst euch da vielleicht von Freunden helfen, Bekannten oder vielleicht seid ihr im Hundeverein oder in irgendeinem anderen Verein, wo man vielleicht die Tierärzte kennt. Ich meine, fast jeder hat ein Haustier zu Hause. Das kommt jetzt nicht darauf an, dass es nur Hundebesitzer sein müssen, die bei diesem Tierarzt schon waren. Oder gute bzw. auch schlechte Erfahrungen sind wichtige Erfahrungen. Denn man kann so vielleicht auch ausschließen, zu welchem man auf keinen Fall gehen sollte. Worauf sollte man achten, wenn man jetzt kein so richtiges Feedback von Freunden hat, beziehungsweise viel Feedback von vielen verschiedenen hat? Also das erste Kriterium ist erstmal, um Stress zu vermindern, die Entfernung zum Tierarzt. Denn es gibt viele Hunde, für die ist Autofahren sehr stressig, und deswegen sollte man schauen, dass der Weg möglichst kurz dahin ist und somit der Stress gering bleibt. Dann kann man vielleicht darauf achten, wie ist der Tierarzt ausgestattet, hat er vielleicht ein Röntgengerät, hat er ein Ultraschallgerät, auf welche Tiere ist er vielleicht spezialisiert. Ihr könnt einfach schauen, es gibt meistens viele Tierärzte in einer Umgebung, wenn man sich damit mal ein bisschen mit beschäftigt. Vielleicht stößt man auch mal das Internet an und sucht dort oder das gute alte Telefonbuch. Dann vielleicht auch ganz interessant sind die Öffnungszeiten. Hat der Tierarzt vielleicht samstags offen? Wie hat er unter der Woche offen? Habe ich die Möglichkeit, unter der Woche dorthin zu kommen? Oder ist es mir durch meine Arbeit nicht möglich, da irgendwie hinzukommen? Denn gerade beim Tierarzt ist es wichtig, dass vielleicht eine Person mit dem Hund dahin geht, zu dem der Hund ein großes Vertrauen hat. Denn das Verhalten einer Person spiegelt sich sehr, sehr schnell auf das Verhalten des Hundes wider. Vor allem, wenn ein großes Vertrauen da ist. Vielleicht bietet der Tierarzt sogar einen Notdienst an, eine Notdiensttelefonnummer ist in manchen Situationen auch ganz hilfreich. Leider ist es ja heutzutage so, dass man sich selbst der beste Arzt sein muss und viele Ärzte zu Verkäufern oder Kaufmännern mutieren. Wenn ihr also merkt, dass euer Tierarzt euch mehr verkaufen will, dass er als eurem Hund helfen möchte, dann sollte man vielleicht auch mal gucken, dass man vielleicht einen anderen Tierarzt bekommt. Jetzt kommen wir mal dazu, worauf sollte ich bei dem ersten Besuch beim Tierarzt mit meinem Welpen oder Kleinhund oder größeren Hund, vielleicht sogar aus dem Tierheim, worauf sollte ich da achten? Wichtig ist erstmal, wie ich schon gesagt habe, ein Hund achtet sehr stark auf das Verhalten des Führers. Das heißt also, wenn man schon selber vor dem Tierarztbesuch sehr aufgeregt ist oder selbst Angst davor hat, wie denn der Hund darauf reagiert, dann wird es sehr häufig passieren, dass der Hund merkt, dass irgendwas nicht stimmt und dann selber ängstlich oder unsicher wird. Und Unsicherheit ist bei neuen Situationen nicht unbedingt hilfreich. Dann sollte man sich vor allem beim ersten Besuch viel Zeit nehmen, denn wenn ich mich anders verhalte, dann tue ich den Hund auch darauf trimmen, dass jetzt was Besonderes passiert, aber der Tierarzt soll nichts Besonderes im negativen Sinne sein. Es soll was ganz Normales sein, wie wenn man zum Spazieren irgendwo hinfährt. Um es dem Hund ein bisschen einfacher zu machen, hilft es, ein paar Leckerchen einzupacken oder das Lieblingsspielzeug, damit der Hund was Vertrautes noch dabei hat, beziehungsweise Leckerchen heißt Lockmittel und Entspannungsmittel. Es gibt da ja die eine oder andere Pressmaschine, die dann vieles liegen lässt oder der vieles egal ist dann, wenn es Leckerchen gibt. Da muss man jedoch aufpassen, dass man im Wartezimmer keinen Futterneid erzeugt und es dann zu anderen Komplikationen kommt. Also am besten die Leckerchen erst einsetzen, wenn man dann schon im Sprechzimmer ist
und im Wartezimmer versuchen, dass man das irgendwie so durchkommt, beziehungsweise jemand anderen im Wartezimmer warten lassen und dann den Hund erst reinholen, wenn man wirklich dran ist. Beim ersten Besuch ist es meistens auch sehr gut, wenn man erstmal solche Sachen wie Impfungen oder Sachen, die für den Hund unangenehm und neu sind, zu lassen, sondern einfach mal wie so ein Einführungsgespräch beim Tierarzt zu führen, um vor allem Fragen, die noch unklar sind, die einem selber unklar sind, zu stellen und vor allem zu fragen, wie dann die nächsten Impfungen anstehen. Gerade bei den Welpen ist es sehr wichtig, da nichts zu verpassen. Das ist immer schwierig nachzuholen. Beziehungsweise ärgert man sich dann, wenn man irgendwas vergisst und dann doch irgendwas passiert oder man vielleicht sogar irgendwo hinfahren möchte. Jeder normale Tierarzt wird dann wahrscheinlich irgendwelche Leckerchen holen und auf den Hund nett einreden und ihn streicheln. Das wird ganz normal ablaufen und der Hund wird sich da eigentlich dann schon relativ wohl fühlen und merken, dass der ja eigentlich ganz cool ist, der Tierarzt. Worauf sollte man sonst noch achten? Dass der Tierarzt vor allem den Pass ordentlich führt. Also nach Impfungen oder wenn ihr Entwurmungen mitmachen lasst, dass er das alles einträgt, beziehungsweise diese Sticker reinklebt und ihr einen ordentlichen Pass habt, wo ihr selber zu Hause reinschauen könnt und wisst, ja, nächstes Jahr am 13.05. muss ich wieder impfen gehen. Das zeigt auch, dass er selber seinen Kram im Griff hat, denn wenn dann solche Sticker fehlen, ist das schon ein merkwürdiges Zeichen. Jeder Tierarzt muss sich natürlich Zeit nehmen für einen Hund und nicht sagen, husch husch, so, Spritze in den Arsch und weiter geht's. Wenn der Tierarzt mehr das Abrechnen im Kopf hat als das Tier, dann würde ich da ganz klar einen anderen auswählen. Denn klar steckt ein gewisser Kommerz dahinter, aber es sollte immer noch der Fokus auf dem Hund liegen. Ja, und wenn ihr merkt, dass ihr selber nicht zufrieden seid, dass ihr zwischenmenschlich nicht mit ihm zurechtkommt, dann wechselt ganz einfach den Tierarzt, denn wenn ihr euch nicht wohl fühlt, dann fühlt sich der Hund auch nicht wohl. Ja, das war's eigentlich schon. Also wichtig ist, dass ihr voll entspannt in so eine Sache reingeht, vielleicht dann mal einen Erstbesuch macht, bevor ihr irgendwelche Unannehmlichkeiten dem Hund antut, wie man das natürlich auch bei Kindern normalerweise macht. Und dann sollte das Ganze laufen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann redet am besten auch erstmal mit dem Tierarzt. Der kann da schon sehr viel helfen. Wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, dann ergänzt mich einfach unten in den Kommentaren. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt es wirklich unten in die Kommentare, damit hier so eine kleine Community entsteht. Denn was nutzt das Wissen, wenn sich jeder für sich behält? Also, wenn ihr irgendwas ergänzen wollt, wenn ihr irgendwelche weiteren Tipps und Tricks habt für Leute, die wenn ihr ein ähnliches Problem habt, wie ihr vielleicht schon gelöst habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Bei Fragen am besten eine Nachricht. Mit Kommentaren ist es immer ein bisschen schwierig. Oder eine Nachricht bei Facebook. Da werde ich dann auch drauf reagieren. Jo, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.